So, hallo. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, nochmal was zu erzählen, was ich in den letzten Tagen und Wochen schon immer wieder erzählt habe, aber ich denke, ich muss genauso stur sein wie die andere Seite. Die verbreiten die ganze Zeit den Unsinn und ich halte ständig dagegen. Also, weil wir immer wieder diese Diskussion um diesen Virus haben und weil wir gerade auch nochmal diese Diskussion haben über die Übersterblichkeit, die angeblich stattgefunden hat. Das Interessante ist, wenn man sich Euromomo anschaut, sollte man mal aufrufen, das ist also eine offiziell zertifizierte Seite, die die Sterblichkeit innerhalb Europas zeigt für verschiedene einzelne Länder. Da haben wir in einem Korridor von der KW11 bis zur KW17 tatsächlich eine Übersterblichkeit in den üblichen Ländern, die immer angeführt werden, das heißt Spanien, England, Italien. Wir haben tatsächlich, wenn man das bei Euromomo sich anschaut, eine signifikante Erhöhung der Sterblichkeit. Was sagt das aus? Erst einmal nichts. Wir brauchen eine andere Seite dazu und die heißt Country Meters. Sollte man sich auch mal anschauen. Die zeigt, wie viele Menschen überhaupt in den Ländern weltweit pro Jahr sterben. So, einfache mathematische Rechnung. Bei Country Meters schaue ich mir an, wie viele Menschen sind denn 2019 überhaupt gestorben in Italien. Diese Zahl dividiere ich durch 365 Tage. Dann habe ich praktisch die Sterblichkeit im Jahr 2019 für Gesamtitalien. Und jetzt entsteht etwas ganz Interessantes. Wenn ich genau diese Berechnung für 2020 mache, das heißt, ich schaue mir an, wie viele Menschen sind denn in Italien 2020 überhaupt in Summe gestorben, dividiere diese Zahl durch die Tage dieses Jahres, dann werde ich feststellen, dass wir keine signifikante Übersterblichkeit haben. Ich habe die Berechnung letzte Woche das letzte Mal gemacht und dort haben wir für Italien eine Übersterblichkeit von 8 Menschen pro Tag. Das ist nicht signifikant. So, was ist denn passiert? Warum hatten wir in dem Korridor KW 11 bis 17 eine erhöhte Sterblichkeit? Naja, diese erhöhte Sterblichkeit hatten wir deshalb, weil dieser Virus auf Risikogruppen gestoßen ist und weil unsere italienischen Helden, weil ihre Krankenhäuser überlastet waren, wie übrigens jedes Jahr, die Erkrankten an SARS-CoV-2 in Pflegeheime und in Altenheimen ausgelagert haben. Das heißt, ich habe den Virus genau zur Risikogruppe gebracht. Und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue im Vergleich, dann stelle ich fest, diese Übersterblichkeit in der KW 11 bis 17 sagt im Endeffekt nur eins aus, dass nämlich die Risikogruppe im Schnitt zwischen 2 und 4 Wochen früher verstorben sind, weil sonst wäre die gesamtdurchschnittliche Sterbezahl für das Jahr 2020 signifikant erhöht. Und das ist sie nicht. Mir bitte nichts glauben, sich hinsetzen und das selber nachrechnen. So, wenn wir diese Rechnung, wie gerade gemacht haben, Ende des zweiten Halbjahres machen, dann prophezeie ich jetzt, dass wir eine signifikante Übersterblichkeit haben werden über das gesamte Jahr 2020. Und warum wird es so sein? Weil wir im ersten halben Jahr den Menschen, die notwendige Operationen gebraucht hätten, das verwehrt haben in diesem ewigen Warten auf die schweren Erkrankungen durch SARS-CoV-2. Und da werden wir eine erhöhte Sterblichkeit jetzt haben. Wir werden auch eine erhöhte Sterblichkeit haben, weil unsere Suizidrate ansteigen wird. Weil die wirtschaftlich prekäre Situation, die wir jetzt in unserem Land haben, einfach ganz viele Menschen in den Suizid treiben wird. Das heißt, zweites Halbjahr, Ende zweiten Halbjahres werden wir eine signifikante Erhöhung der Sterbezahl haben. Das sei jetzt auch mal gleich mit erklärt. So, das erzähle ich jetzt schon seit Wochen. Und seit Wochen höre ich immer nur als Gegenargument, ich sei ein Esoteriker, bin ich übrigens, ich sei ein Aluhutträger. Ja, ich trage Kopfbedeckung meistens, weil ich keine Haare habe, wenn es rein muss, auch aus Aluminium. Und ich sei ein Verschwörungstheoretiker. Was ist denn davon zu halten? Nichts.
Das sind wohl die dümmlichsten Argumente in einer Sachdiskussion. Was wir hier machen, sind, wir sprechen über Zahlen. Und dann kommt die geballte Inkompetenz der Regierung und der Medien, die uns erzählen, es sind Verschwörungstheoretiker. Was ist denn das für eine Argumentation? Ich finde es in der Zwischenzeit wirklich ermüdend, was die Regierung mit unserem Land macht. Und ich fühle mich persönlich angegriffen, weil die Art und Weise, wie umgegangen wird mit dem Volk, an der Intelligenz von uns allen, geschweige denn auch von mir, zweifelt. Und das mag ich nicht. So. Wir haben steigende Infektionszahlen in Amerika. Aha. Was ist denn gestiegen in Amerika? Die Zahl der positiven PCR-Tests. Punkt 1. Wer einen positiven PCR-Test hat, ist noch lange nicht erkrankt, ist nicht hospitalisiert und ist noch nicht gestorben. Das heißt, es sagt nichts über die prekäre Situation, in der sich die Menschen befinden, die einen positiven PCR-Test haben. Punkt 2. Und das ist eigentlich der erschütterndste Punkt, der immer wieder angeführt wird, weil den hat sogar selbst der Jens Spahn vor 3 Wochen begriffen, aber es scheint der Einzige zu sein, der es verstanden hat. Er hat ja gesagt, bei dem PCR-Test, da müsse man schon mal um 2 Ecken denken. Super, super intelligent. Ein mathematisches Phänomen. Dieser PCR-Test, nicht validiert, ganz entscheidend, ein nicht validierter Test, hat eine 3%ig falsch positive Aussage. Ich weiß, alle, die hier am Platz sitzen, haben das schon gehört, ist wurscht, müsst ihr durch. Das heißt, wenn ich 100 bummelers gesunde Leute teste, um es mal fränkisch zu sagen, wird als Falschergebnis immer 3 Kranke rauskommen. Es werden immer 3% falsch positiv sein. So, mathematische 2. Ecke von Jens Spahn. Also das war die erste, fand ich schon mal sehr beeindruckend. Die zweite ist, je mehr Gesunde ich jetzt teste, desto höher wird natürlich die absolute Zahl der Falsch-Positiven sein. Das heißt, bei 100 Leuten sind es 3, bei 1000 Leuten sind es 30, bei 10.000 sind es 300 und bei 100.000 3.000. Das heißt, wenn ich 100.000 PCR-Tests mache, und wir machen momentan in Deutschland 400.000 Tests pro Woche, was heißt es denn am Ende? Dass ich eine Laborpandemie erzeuge. Und von dieser Laborpandemie sprechen alle Wissenschaftler seit Mitte April. Je mehr ich teste und je mehr falsch positive Testungen ich habe, desto höher wird die falsch positive Aussage. Das passiert. Mehr passiert überhaupt nicht mit diesem Test in der Zwischenzeit. Ich komme noch mal zu Tönnies. Für Tönnies habe ich ja Anfang der Woche gesungen und habe gesagt, preise den Herrn. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden 1000 gesundete Menschen. So, was ist denn passiert? Der PCR-Test, das hat der Herr Dr. Wieler sogar selber zugegeben vor 6 Wochen, der reagiert auch auf feline Coronaviren. Was heißt feline Coronaviren? Hat nichts mit Felini zu tun. Das heißt, der reagiert auf Coronaviren, die bei Tieren sind. So. Was machen die denn bei Tönnies? Zuckerwatte rollen oder gebrannte Mandeln herstellen? Nein, die schlachten 30.000 Schweine pro Tag. 30.000 Schweine. So, wenn ich der Sau den Bauch aufschlitze und den Brustraum, dann eröffne ich auch den Respirationstrakt. Das heißt, die Luftröhre. Wenn ich jetzt diese Luft einatme, dann werde ich immer bei denjenigen auf der Schleimhaut bei einem Abstrich Coronaviren finden, und zwar Feline-Coronaviren. Und was das Blamable für unsere Regierung ist, der Herr Dr. Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Instituts, was sich bis heute mir nicht erschließt, ist ja Veterinärmediziner. Dass er in der Humanmedizin nicht beraten kann, das sei ihm verziehen. Aber dass er nicht einmal diese Vorgehensweise bei Tönnies als Tierarzt begreift, das ist eine Schwach- oder am Ende eine Verschwörungstheorie.
So, jetzt haben wir uns bei Tönnies den Wolf getestet. Eigentlich müssten 30 Mitarbeiter bei Tönnies in der Zwischenzeit tot sein, wenn die Statistik, die seit dem 23.03. der Lockdown in Deutschland wie eine Sau jeden Tag durchs Dorf getrieben wird. Und wie viele Tote haben wir bei Tönnies? 30.000 Schweine, keinen Menschen. Also, wenn ich mir das anschaue, ist es doch Unsinn. Was macht aber die Medien? Die Medien halten Tönnies hoch, als würde der Planet zerplatzen. Und wie man dann festgestellt hat, dass es Scheiße ist, die man erzählt hat, kommt zu mir und sagt, ja, ist klar, Zentralen, die gesund geworden sind, ist okay. Was? Kann man sich mal hinstellen und sich entschuldigen bei uns als Volk und vor allem bei den Mitarbeitern von Tönnies? Und dann sagt unsere Landwirtschaftsministerin, seit Tönnies wissen wir, es sind ganz schlimme Zustände für die Mitarbeiter und sie werden es nicht für möglich halten. In Deutschland ist der Tierschutz ausbaubar. Ja, der Herr Lauterbach hat ja gesagt, der Coronavirus betrifft das Gehirn. Der Erste, der befallen wurde, ist die Regierung. Also, wenn ich erst seit Tönnies weiß, wie wir mit Tieren umgehen und wie wir mit Mindestlohnmitarbeitern umgehen, dann gehöre ich nicht in die Regierung. Dann gehöre ich dort weg. Dann habe ich die letzten Jahre einfach geschlafen in Berlin. Und um Tönnies noch abzuschließen, wo ich wirklich Galle spucken könnte, ist, wenn der Herr Sigmar Gabriel sich hinstellt, der einen Beratervertrag bei Tönnies hat, aber nicht, weil ich in der Politik war, sondern weil ich so sexy ausschaue und für Schweinewerbung machen kann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls stellt sich dieser Sigmar Gabriel hin und sagt, die 10.000 Euro, die ich dort im Monat gekriegt habe, ist branchenüblich. Ja, da wundert mich nicht, dass diese Politiker überhaupt gar keinen Kontakt mehr zum Volk haben. Wer von 10.000 Euro als normal spricht, der hat wirklich die Bodenhaftung verloren in diesem Land. Wenn wir uns das Thema Impfung noch zum Abschluss anschauen, und das ist mir etwas, was mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Wir haben es mit einer Impfung zu tun, die uns begegnen wird. Das ist eine RNA-Impfung, könnt ihr googeln, was das heißt. Und man hat uns im März noch erzählt, diese Impfung wird es frühestens Ende nächsten Jahres geben. Ich verspreche euch, im Oktober fangen wir es impfen an in Europa. In Indien und in Afrika tun wir es ab August und hier wird man auch anfangen mit dieser Impfung. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Der Herr Söder, einer meiner liebsten Politiker in diesem Land, stellt sich doch tatsächlich hin und sagt, naja, es gibt ja Ärzte, die wollen sich nicht impfen lassen damit oder beraten ihre Patienten sogar skeptisch. Dann müssen wir überlegen, denen die Zulassung zu entziehen. Herr Söder, Sie sind Jurist, der nach dem ersten Staatsexamen abgebrochen hat. Ich wüsste nicht, was einen Juristen im ersten Staatsexamen dazu qualifiziert, sich mal medizinisch zu äußern. Das heißt, wenn die Profis in unserem Land, die Mediziner, die Systemrelevanten, die Helden des Alltags, das habe ich mir im März, im April und im Mai angehört. Wenn die die Impfung kritisch sehen, dann will man ihnen die Zulassung entziehen. Nein. Wenn ein Profi zweifelt, hinterfrage ich die Maßnahme. Das wird nicht getan. Warum denn bitte schön nicht? Und für diese Feststellung muss ich nicht Esoteriker sein, keinen Aluhut tragen und keiner Verschwörungstheorie folgen. Sondern das ist eine einfache Daten-Zahlen-Faktenlage. Was ich mir überlege, jetzt habe ich gelesen, der Herr Musk, das ist der, der Elektroautos baut und Satelliten in den Weltraum schießt, der verbündet sich jetzt plötzlich mit der Impfallianz. Genauso wie unser PC-Zusammenschrauber, der Bill Gates. Was suchen denn bitte zwei solche Leute in Verbindung mit der Impfallianz? Dass wir in unserem Land ein Scheißgefühl haben, wenn wir über Impfung reden. Das erschließt sich doch wohl jedem Menschen. Da finden Sie keine Mediziner.
Am 14.05. dieses Jahres hat der Bundestag eine Veränderung des Medizinproduktegesetzes verabschiedet. Da drinnen steht, dass im Pandemiefall die Zulassungskriterien für Arzneimittel und Impfstoffe eingeschränkt oder außer Kraft gesetzt werden dürfen. Verstehen Sie jetzt langsam, warum wir diese blöde Pandemie weiter durchs Dorf treiben? Warum unsere Regierung uns weiter mit diesen infantilen Masken quält, die Kinder instrumentalisiert, was ich ja das Allerdreisteste und Verwerflichste überhaupt finde. Bei jeder Scheidung regt man sich auf, wenn die Ehepaare über die Kinder spielen. Und unsere Regierung macht nichts anderes, als dieses Volk zu infiltrieren über Kinder. Das ist furchtbar. Ich war eigentlich der Meinung, dass unsere Schulen dafür da sind, um reife, selbstkritisch denkende Menschen heranzuziehen. Nein, was macht unsere Schule? Sie infiltriert und macht nichts anderes wie eine Propaganda. Es gibt in der Zwischenzeit Arbeitsblätter über Verschwörungstheorien am Beispiel des Dr. Bodo Schöffmann. Da wird es mir wirklich schlecht. Sie dürfen applaudieren, ich muss mich rausmachen. Habe ich noch Zeit? Magst du noch was sagen oder habe ich noch Zeit? Keine Ahnung. Okay, ihr müsst noch kurz... Weiß nicht, Entschuldigung. Oh! Du musst die Stimmbinde ölen. Schönen Gruß von deiner Frau. Oh yeah. Stimme ist wieder da. So, wenn ich mir das anschaue, was diese Regierung diese ganze Zeit macht, auch mit diesem unsäglichen Mundschutz. Ich werde es jetzt noch einmal sagen. Dieser Mundschutz bringt nichts. Keine Verschwörungstheorie, hat die Weltgesundheitsorganisation im letzten Jahr in einer Studie nachgewiesen, bringt nichts. So, selbst wenn sie etwas bringen würde, dann müsste sie doch wenigstens fachgerecht angewandt sein. Die Regierung sagt uns, wenn sie keinen Mundschutz haben, können sie auch einen Schal nehmen. Wollen Sie wirklich so in einen Schal mal reinriechen bei den meisten Leuten, der seit 5 Jahren über die Pisten beim Skifahren gequält wird und noch nie eine Waschmaschine gesehen hat und mit einer 12er Nadel gestrickt ist, dass es wirklich Maschen gibt, wo der ganze Schädel durchpasst? Das reicht aber. Was ist denn das für eine Verarsche? Das ist eine Verschwörungstheorie. Da geht es doch nur darum, die Leute auf Abstand zu halten. Dankeschön für das Zeichen. Sie haben absolut recht, guter Mann. Da geht es doch nicht wirklich um eine medizinische Anforderung. Dann müsste ich alle 2 Stunden diese Maske ja wechseln. Und wenn sie mich gegen einen Virus schützen soll, dann müsste es eine FFP3-Maske sein. Und kein alter, ranziger Schal. Meine Lieblingsgeschichte erzähle ich auch zum Mundschutz, erzähle ich nochmal. Vor dem Geschäft bin ich gestanden, kommt ein Handwerker raus, hat Brotzeit in der Hand, nimmt seinen Mundschutz runter und sagt, da, Gerich, jetzt kannst du dein Brotzeit holen. Er schnallt sich den gleichen Lappen vors Gesicht und geht in den Laden. Das ist zulässig. Das dürfen wir. Es ist doch völlig egal. Hauptsache, es hängt überhaupt was über dem Gesicht. Das sagt uns unsere Regierung. Wie unsäglich unsinnig ist das denn? So, und wenn man mit diesen Fakten kommt, ist das einzige Gegenargument, was ich stereotyp höre, seit über 100 Tagen. Verschwörungstheoretiker. Wissen Sie, wer Verschwörungstheoretiker sind? Die Leute, die in Berlin sitzen. Würden die wirklich davon ausgehen, dass dieser Virus so bedrohlich ist, dann würden sie keinen einzigen Politiker mehr in der Öffentlichkeit sehen. Die wären weg. Die wären weg wie Würstle vom Kraut. So, wir haben den Ministerpräsident von Baden-Württemberg ohne Mundschutz, den Ministerpräsident von Sachsen ohne Mundschutz. Wir haben unseren Bundespräsidenten, der nach einem Interview unwirschtes Ding runterzieht, gibt den kontaminierten Lappen einen Mitarbeiter, es waren 4 junge Männer im Raum, ich hoffe nicht, dass er mit einer in häuslicher Gemeinschaft lebt, es waren nicht seine Söhne. So, das sind doch Verschwörungstheoretiker. Das sind doch die, die das ganze Volk knechten und sich im Geheimen lustig machen über uns.
die lachen sich doch tot über das, was wir machen, dass wir uns das gefallen lassen. Und wenn dann das Ganze zur Anzeige kommt, dann heißt es was? Der Herr Ministerpräsident war nicht als Privatperson unterwegs, sondern in Regierungsauftrag. Wie bitte? Ja, wir wissen, Corona hat seinen Stolz und geht nicht an jeden Deppen hin. Aber das hat doch damit nichts zu tun. Was muss ich mir anhören, ein Verschwörungstheoretiker zu sein, wenn ich gegen den Mundschutz bin? Wenn der erste Bürger im Staat, und so steht es im Grundgesetz, der erste Bürger im Staat ist der Bundespräsident. Er vertritt in direkter Linie das deutsche Volk. Er hat ein Vetorecht für jedes Gesetz. Er kann jedes Gesetz, was er unterzeichnen muss, mit seinem Veto ächten und es zurück in den Bundesrat verweisen. Und dieser Mann tut das nicht, erlaubt sich dem deutschen Volk anzumahnen, doch vernünftig zu sein. Genauso wie mit dem Herrn Söder, der uns sagt, die Corona-Krise wird am Ende ein Charaktertest sein. Ja, da hat er recht, das wird ein Charaktertest sein. Ich glaube, das ist einfach ein großes Spiel und die, die es begriffen haben, dürfen den Mundschutz abnehmen. Schönen Abend.